Was wäre, wenn jeder von uns die Möglichkeit hätte, sich professionell in der Politik vertreten zu lassen mit seinem Anliegen? Was wäre, wenn Lobbyismus nichts mehr für die großen Firmen BASF, Daimler und Co. wäre? Was wäre, wenn wir eine Lobby hätten? Diese Idee hat wielobby.co. wielobby.co ist die Gründung eines ehemaligen Berufslobbyisten, Moment, und Rechtsanwalts Jan Christian Saal, der sich entschieden hat, mit einem kleinen, aber feinen Team eben wielobby zu gründen. Es gibt zu wielobby auch einen ganz feinen Artikel. So, auf dem Spiegel, ja. Ups, falsch. Der gestern erschienen ist zu diesem Lobbyismus. Dort wird eben Saal vorgestellt, ja, der eben lange als Berufslobbyist gearbeitet hat und er möchte jetzt eben, ja, nach knapp 10 Jahren Interessenvertretung eben Lobbyismus mit Transparenz ausstatten und eben zugänglich machen für jedes, ja. Lobbyismus, so Saal im Interview beim Spiegel, nachher könnt ihr unten natürlich den Link nachlesen, ist natürlich nichts Negatives, logisch, das hat er gelernt, davon hat er gelebt. Aber er möchte eben auch an dieser Stelle für nicht kommerzielle Interessen Lobbyismus möglich machen. Ja? Und deshalb versucht er eben mit wielobby.co einen Lobbyismus für dich und mich zu erschaffen. Aber eben zur Abgrenzung zu Compact und Change.org soll es eben keine reine Petitionsplattform sein, ja, wo man Unterschriften sammelt oder sich ebenfalls auf große wichtige Themen konfrontiert und fokussiert. Nein, man möchte sich definitiv eben im Politikbetrieb engagieren. Das Ganze wird unterstützt. Wir haben es hier oben schon gesehen von Gertrud Lübbe-Wolf, einer ehemaligen Richterin vom Bundesverfassungsgericht, von Norbert Lammert, dem Präsidenten des Bundestages, zumindest bis zum Abschluss der letzten Wahlperiode, und von Frau Brigitte Zypris. Das Ganze ist als Crowdfunding ausgestaltet, soll ein Kampagnenziel von 75.000 Euro erreicht werden. Das Ganze soll aber nur per normalen PayPal-Zahlen möglich sein. Und da habe ich ehrlich gesagt so meine Bauchschmerzen. Ja? Zwar versprechen die Gründer von wielobby.co, dass das Geld bei Nichterfolg, also Nichterreichen des Zieles, erstattet wird, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Wenn da keine Firma dazwischen geschalten ist, auch wenn diese Firmen Geld kosten, dann führen diese Firmen eben die sicherheitsrelevanten Aspekte durch. Mit der Konsequenz, dass ihr sicher sein könnt, dass bei Nichterreichen euer Geld nicht futsch ist. Das kann ich so aus den Unterlagen, die ich habe bei wielobby.co nicht nachvollziehen. Ich werde trotzdem mit einem kleinen Betrag aus meinen Activi-Einnahmen wielobby.co unterstützen, weil ich das Projekt schön finde, weil ich es eine sehr gute Idee finde. Lobbyismus, gerade im Familienrecht bräuchten wir das. Und wir haben ja auch das Know-how, aber wir haben eben nicht die politischen Verbindungen. Da könnte wielobby.co ein ja, wunderbares Stückchen sein, an das wir uns anhängen, das uns unterstützt, damit unsere Anliegen nach oben in die große, weite Welt der Politik getragen werden. Ich werde weiter die Plattform im Auge behalten und weiter berichten. Ich werde mit denen auch Kontakt aufnehmen und bitte euch, das gleiche zu tun, denn wielobby könnte the next big thing werden, ohne natürlich
dass ich meine Bedenken, die ich vorhin geäußert habe, damit zurücknehmen würde. Wenn euch das Video gefällt oder die Idee gut findet, kommentiert es doch bitte, teilt es und verbreitet die Nachricht, vlobby.co hat quasi gestartet. Bis dann, Servus, euer Michael Langhans.